Der Besitzer ist auf jeden Fall ziemlich gelackmeiert, könnte man sagen. Der Arme tut mir fast ein bisschen leid. Aber auch nur fast, nicht allzu sehr, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn wer so blöd ist und seine Geschäfte nicht kontrolliert, der hat es auch nicht besser verdient. Und wer sich von so einer Räuberbande hinter das Licht führen lässt, der hat es wirklich nicht besser verdient. So, dann gehen wir uns mal auf der Insel weiter umsehen. Oh, guck mal da! Überraschung, Kate! Excuse me. Aren't you Guybrush Threepwood? No, my name is Kate Capsize. You must have me confused with someone else. Kate, eh? That's an unusual name. Perhaps you have some identification. My ID is on my ship. Wait here while I go and get it. Nice try, Guybrush. I don't know how you got out of the jail, but I'm taking you back in. Wie blöd ist der eigentlich? Also der muss wirklich blind sein, aber ich glaube, der hatte den Helm so weit in sein Gesicht gezogen, dass er tatsächlich blind ist. Nettes Detail, wenn man drauf achtet. So, wo kann ich denn jetzt hier hin? Ich kann zum Haus. Das ist, glaube ich, das Gouverneurshütchen. Gouverneur, da haben wir einen Wasserfall und da haben wir ein Häuschen. Und ansonsten haben wir nicht mehr allzu viel. Ja, wir haben hier zwei wunderschöne Berge. Wo gehen wir zuerst hin? Wir gehen mal zum Wasserfall. Uns einfach mal ein bisschen die ja, örtliche Fauna und Botanik anschauen oder was auch immer. Oh, ist ja herrlich, du. Ist auch gar nicht laut. Gar nicht laut. Very picturesque. Ah, habe ich irgendwas, was bumm macht? Nö, habe ich gar nicht. Ich dachte, ich hätte was, was bumm macht. Ja, einfach mal ein bisschen Lärm machen. Schadet nicht. Hilft aber nix, hilft aber nix. Wie war das denn damit noch? Irgendwie konnte man das irgendwie zum Einsturz bringen. Aber... Boah, das wird zu laut. Jedes Mal in gottverdammten Videospielen, wenn irgendwo ein Wasserfall ist, ist es einfach tierisch laut. Zum Häuschen komme ich nämlich nicht. I can't reach it. Ja, solange das da ist. Gut, da ich momentan nicht weiß, wie es weitergeht, gucken wir uns weiter um. Vielleicht fällt mir ja auf dem Weg irgendwie die was ein. So, der zündende Gedanke, so, ne? So, ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach reinkomme. Ah ja, die haben hier Kakteen, so, so. Und da hinten ist das Nachttöpfchen, was draußen zum Sonnen steht. Gruselige Vorstellung. Oh, können wir rein? Ist ja super, keine Überwachungskameras, keine Wachhunde, die uns zerfleischen wollen. Das ist ja richtig offen hier. So, da kann ich auch einfach reingehen. Dann können wir ja ihn vielleicht überrumpeln, den Guten. Der ist ja nicht besonders gut zu Fuß, der Gouverneur. Ach nee. Aber hier ist schön poliert, muss ich sagen. Die Wache, die scheinbar jetzt nicht sonderlich großes Interesse an mir zeigt. Das finde ich gut. Übrigens hier ein Bild von Grim Fandango. Kennt ihr das Spiel? Das ist auch ein Point-and-Click-Adventure. Eine sehr gruselige Tastatursteuerung, das in gar keinem Point-and-Click-Adventure angewendet werden sollte. Übrigens auch angewendet in Monkey Island 4. Weswegen es auch sehr scheiße ist. Und die gruselige 3D-Grafik... Ja, 3D-Grafik damals in den Anfängen war einfach nicht schön anzusehen. Es ist einfach so. Nice. Ja, super. Hey. Aren't you supposed to be in jail? Ja, aber ich, You must be confusing me with my cousin, Guybrush. Oh, I see. The resemblance is uncanny. Der ist echt dumm, oder? Look behind you! A three-headed monkey! Really? I better fetch the cook. So ein Trottel! Ja. Jetzt haben wir ihn schon mal verjagt, das heißt, wir können hochgehen. Dann können wir uns ja auf der Couch regeln. Nice. Und dann warten wir, bis er zurückkommt. Und dann könnt ihr euch den Rest denken. Nee, lieber nicht. Hier mal hoch. Ja, da ist er auch schon, der Governor Fett. Und hier haben wir berühmte Piratenzitate. Ein Buch. The cover says, famous pirate quotation. Alter, der schläft und im Schlaf frisst er. Und ohne aufzuwachen... Der ist gut konditioniert, muss ich sagen. When thinking, the brain resembles a Swiss cheese. I think I almost woke him up. Ja, wie kriegen wir das denn da weg? Vielleicht irgendwie was anderes reinstellen. Wir haben hier noch das... Was macht er da? Das hat geklappt. Dann gucken wir uns das Buch doch mal an. Famous pirate quotations. Happiness is a warm manatee. Rapscallion. Kiss me, I've got scurvy. Old skunk eye. Arr!
Commander Buttonhead. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Barney Gout. Mouthwash? We don't need no stinking mouthwash. Fester Leech. Sehr gute Zitate. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die jetzt gebrauchen kann, aber da haben wir einen Nachttisch. Ich habe erst Nachttisch gelesen, das hätte auch passen können. Und hier haben wir ein Waschbecken. I don't think this has been washed in about 10 years. Ja, er glaube ich auch nicht. 10 Jahre wurde der bestimmt nicht mehr richtig gewaschen. Vielleicht sollten wir das mal ändern. There's food or something stuck in the drain. There's food or something stuck in the drain. Gut, da weiß ich jetzt aber nicht, was ich tun soll. Wecken wollen wir ihn auch nicht. Alarm. It seems to go off before stuff comes out of the tube. Bäh. Den Koch will ich nicht kennenlernen, der diese Plörre zubereitet. Vielleicht hat ja unser neuer oder unser Aushilfskoch einen neuen Job hier gefunden, weiß man ja nicht. Kann ich hier nicht irgendwo anders hin? Kann ich nicht zum Koch kommen? Das ist aber schade. Gut, wir haben jetzt ein Buch, aber sonst komme ich nicht zum Koch. Ich würde ja jetzt allzu gern zum Koch gehen, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, habt ihr jetzt einen Plan, wie ich eventuell das Ding da wegsprengen kann, den Wasserfall? Ich habe keine Bomben im Inventar, wenn ich das richtig gesehen habe. Und bei Monkey Island muss man ab und zu auch mal um zwei Ecken denken. Das kann der banalste Gegenstand sein. Das kann sogar sein, dass ich einen Stein werfen muss und dann geht das ganze Ding da hoch. Oder irgendwie was. Also deswegen werde ich gleich mal ein bisschen, ich glaube, ich muss rumprobieren. Ich hoffe, man versteht mich dann noch einigermaßen gut. Das ist ja doch sehr laut, da beim Wasserfall. Aber ich denke schon, dass man mich noch hören kann. Oh, mal gucken. So, wir haben eine Orgel. Ja, ich auch nicht. So, wir haben ein Stöckchen. Das macht auch nicht so viel Sinn. Die Zirkuskarte ist super. Soil the king's image? Sacrilege. Ja, das wollen wir auch nicht machen. Blasphemie und so. Wir können hier das Horn blasen. Ich hatte so die Vermutung, dass wir irgendwas damit auslösen könnten. Aber wir haben ja wirklich nichts im Inventar, was irgendwie... I can't dig that, Daddy. Daddy, ich bin dein Sugar Daddy, Baby. Also irgendwie... I don't think I should cut that. I don't think I should cut that. Ja, damit kann ich alles jetzt... damit kann ich nicht so wirklich was anfangen. Na gut, dann gehen wir hier erstmal wieder weg, würde ich vorschlagen. Da können wir erstmal nicht allzu viel anfangen. Dann gehen wir doch mal in die Bücherei, würde ich vorschlagen, oder? Da waren wir nämlich noch gar nicht drin. Ich weiß aber auch nicht allzu viel, da jetzt anzufangen. Ich weiß, wir hatten noch irgendwie so ein Buch, sollten wir das suchen. Da war doch was. Wir sollten irgend so ein Buch suchen. Oder wir gehen erstmal Kate im Knast besuchen. Das ist eine gute Idee. Sie auslachen, mit dem Finger drauf zeigen und so. Das macht immer wieder Spaß. Schadenfreude ist ja nicht umsonst die schönste Freude, wie man so schön sagt. Das trifft auf jeden Fall auch zu. Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja nicht so der Schadenfrohe. Idiots. Guck mal, wie süß. Mit der Mama. Ja, bleib doch mal stehen. Idiots. Hallo. Nice. Hallo. You can't keep me locked up. Dann helfe ich ihr mal, komm. Idiots. Bin ja mal ganz sozial. Hey. Uh-oh. I can explain, I... Thanks for letting me out of there. You'll have to excuse me if I don't stick around. I've got to find out who framed me. Und wir haben hier einen neuen Umschlag. Sieh mal einer an. Vielleicht haben wir da neue nützliche Gegenstände. Mr. Willy Gorilla. Da habe ich das noch nie... for grinding his organ in public. Ja, ja, ist ja gut. Habe ich doch aufgemacht. It's empty. Habe ich gerade sagen. Hey, there's some near grog in here. Juba, beinahe Grog. Was soll ich jetzt damit? It's a plastic recyclable bottle of near grog. Das soll ja sehr ätzend sein, ne? Was wollen wir denn durchätzen, Freunde der Sonne? Was wollen wir durchätzen? Gut, wissen wir jetzt momentan noch nicht allzu sehr, aber vielleicht fällt uns ja noch was ein. Aber wir haben es schon mal. Was wir haben, das kann uns keiner mehr wegnehmen. Es kommt nicht wieder der Lago an und klaut unser ganzes Inventar, unsere ganzen Schätze und hast du nicht gesehen. So, das ist auch eine sehr lustige Person, die hier drin ist. Das werdet ihr gleich feststellen. Guckt euch diese wunderschöne Bibliothekarin an. Herrlich, erinnert mich so ein bisschen an eine alte Lehrerin von mir. Die sah so ähnlich aus. Auch wunderhübsch. Bad idea. Und sie will natürlich absolute Ruhe in der Bibliothek. Ich will sie aber gern drücken. Bad idea. This is a library. Nee, ernsthaft? Ja, excuse me, Princess. Excuse me. This is a library. Whisper! Now, what is it? Ja, also, vermutlich suche ich ein Buch. I'm looking for a book. Do you have a library card? Nein. No. How do I get one? I'll need some personal information. Name? Ja, ich bin, der Guybrush Siebwohl. Ich bin mal ehrlich.
Guybrush Threepwood. Address? Weiß ich nicht. Baker Street, Downing Street, West Edison, Pennsylvania Avenue. Ach, Baker Street klingt cool. Das ist, glaube ich, ja, das ist gut. 221B Baker Street. Age? 21. Leider keine 29. 21. Occupation? Ja, Pirat. Pirate. Vices? Nase bohren, Fingernägel kauen, rauben und brandschatzen. Das ist das beste Laster, was man haben kann. Murder, arson, thievery, that sort of thing. I see. Alright, your library card will be mailed to the address you gave me. In the meantime, take this temporary card. You may check books out of the library, but only 4 at a time. That's about as many titles as I can remember anyhow. What book are you looking for? Ja, da bin ich mir nämlich gerade nicht so sicher. Was haben sie denn so da? Den neuen Dan Brown vielleicht oder einen anderen Spiegel-Bestseller? I don't know. What have you got? You expect me to name every book in the library? Use the card catalog like a normal person. Er labert etwas von Flüstern und schreit selber wie so eine hysterische Schachtel herum. Ja gut, ich weiß nicht. Ich könnte jetzt hier suchen, aber ich weiß halt nicht hundertprozentig, was ich jetzt suche. Wo kann ich das dann nochmal herausfinden? Gut, das eilt ja auch alles nicht. Die Aufnahmesession ist sowieso bald zu Ende. Da müssen wir mal mehr ins Detail gehen. Aber hier bei dem Leuchtturm, da war doch noch was. This looks like a lighthouse on a beach. Please be quiet. Ja. There's a model lighthouse lens inside. You're disturbing people. Ja, hier sind ja auch, das ist ja ein richtiger Bus voll Leute ist ja hier. Looks powerful. Lower your voice. Warum rede ich auch mit mir selber? Eigentlich rede ich ja in mich herein, also eigentlich denke ich das ja, aber die kannst du scheinbar hören. Das ist auch super. So, die habe ich jetzt mit. Ja, toll, wir haben... Guckt euch allein mal das Inventar an, wie unübersichtlich, ne? So viel Scheiße haben wir da drin, da brauchen wir alles gar nicht. Modellleuchtturmlinse, ja, wofür brauchen wir jetzt eine Linse, Freunde der Sonne? Echt, also, das ist echt, There's so many books here. I'll never be able to find anything. This is not hog calling practice. Ne, ernsthaft? Ach, schade. Ich dachte, ich kann da gewinnen. Ich bin da so gut drin. Ja, gut. Das war wohl nix. Ja, wo wollen wir denn jetzt wieder hin? Also, ich könnte ja jetzt mal versuchen, aber ich brauche ja noch ein Kostüm. Aber wie kriege ich ein Kostüm? Das ist ja auch wieder so eine Frage. Wie kriege ich eine Angel? Eine Angel kann ich ja eventuell schon basteln. Ich habe ja einen Stock. Dann brauche ich sowas wie einen Faden. Warte mal, einen Faden habe ich ja auch. So? That doesn't seem to work. Das klappt so nicht. Wie machen wir das dann? Wir haben auch noch einen Spiegel, was wir nicht alle haben, ne? Was wir nicht alle haben. Alter Falter, ist das unübersichtlich, oder? Da kommt man noch gar nicht mehr nachher. I don't think I should pin that. Na gut, dann gehen wir mal... Where'd you want to go? Where'd you want to go, man? Dann gehen wir nochmal zu Booty Island, gucken mal in den Kostümshop, ob wir hier noch irgendwie was... Ob wir jetzt vielleicht mittels der Einladung... Ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir da ja irgendwie doch was raus. Wir gucken einfach mal. Excuse me. I need to rent a costume. Sorry, can't help you. I have to rent a costume. Can't you see I'm busy? Ja. My life depends on renting a costume. I said I'm all out. Did I ask you about renting a costume yet? I don't have a costume for you. I'm looking for a costume. Sorry, can't help you. Please rent me a costume. I don't have a costume for you. Ja, komm schon. Please rent me a costume. Can't you see I'm busy? Please rent me a costume. Next time make a reservation. Please rent me a costume. Sorry, can't help you. Please rent me a costume. I told you, we don't have any more costumes. Please rent me a costume. I said I'm all out. Please rent me a costume. Can't you see I'm busy? Also irgendwie führt das zu nix. Please rent me a costume. Next time make a reservation. Ich hatte ja die stille Hoffnung. You look busy. I'll come back later. Vielleicht kann ich ihn ja bestechen. Weiß ich nicht. Vielleicht will er ja hier sowas haben. Das ist toll. Vielleicht eine Banane. No, thank you. Ne? Well, only drink part of it. Du sollst gar nichts davon trinken, mein lieber Guybrush. Ja, was will denn so ein Typ haben, ne? Was habe ich denn hier? Habe ich irgendwie Bevor of Parrot? Ah, das bringt mir ja auch alles nicht unbedingt was. Jetzt haben wir hier die Captain Dread Karte. Jetzt haben wir Spucke, die will er auch nicht unbedingt haben. Berühmte Piratenzitate, ne. No, thank you.
Der will irgendwie nichts haben. Dann gucken wir uns mal um. Great costume. Ja, ist echt super. I don't know what it is, but it sure is ugly. Ja, das ist die Party-Version von Hulk oder so. I think this one's my favorite. I should check with the shopkeeper first. Guck mal hier, Captain Blaubeeren, oder der Bredog. Great costume. Kann ich nichts ausleihen, ne? I like this one. Ja, ich krieg's ja nicht. I should check with the shopkeeper first. Wie krieg ich ein Kostüm, Leute? I think this one's my favorite. Ja, dir ist doch alles egal. I think this one's my favorite. Okay, er sagt immer dasselbe, deswegen bringt uns das nicht allzu viel. Lasst mich mal nachdenken, Freunde, lasst mich nachdenken. Wahrscheinlich ist es wieder so simpel, aber es ist halt doch sehr lange her, dass ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe, deswegen müsst ihr mir verzeihen. Linse. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Ich muss doch irgendwie ein gottverdammtes Kostüm bekommen. Gut, dann sprechen Sie nochmal kurz an. Check it out. Ja. I'm interested in chartering a ship. Great. As I mentioned, my fee is 6,000 pieces of 8. I'll come back later. Okay, I'll be here. Wisst ihr, was ich die ganze Zeit vergessen habe? Hier rechts geht's noch weiter. Cruises. Das war noch, habe ich ganz vergessen. Next? It's a great day for spitting. Ja. Just look at this juicy crowd. Step up to the line and test your swill. Eieiei, einen Inder haben wir auch dabei. Und labern tut wieder der Typ die ganze Zeit. Eieiei. Even a child can do it. Ah, the whole world loves a spitting contest. Ah, the whole world loves a spitting contest. Come on, it's all paid for by Booty Island Parks and Rec. Dann wollen wir mal gucken. Oh, me. I'll give it a try. A volunteer! All right, settle down, folks. This kid looks like a serious contender. What's your name, boy? Ja, also ich bin Spuckus Maximus der Dritte. Man nennt mich den Speichelmeister. Ich bin sowieso Captain Schleimi. Ja gut, dann bin ich halt Spuckus Maximus der Dritte. Ich bin ja auch so römisch angehaucht, so mächtig, so wie damals die... Weiß ich nicht, ne? Ich bin Caesar. Jucius Maximus the Third. The Juice Man, Max Mucus. He's juicy to the max. Spit away! Dann wollen wir doch mal... Man muss irgendwie auch auf den Wind achten, ne? War da nicht was? Woo, we're with you, Jucius. Let's go! Ja, sehr gut. Misfire, misfire! Everybody run! Maybe a little over the max on the juice there. Let's give him a big hand anyway, folks. At least he tried. Just put your two lips together and blow. So, wie war das noch? Da gab's einen Trick. Are you pirates or not? Well, only drink part of it. It's a plastic recyclable bottle of near grog. Ich muss die Spucke irgendwie verfeinern. Und der Typ geht mir auf die Sacke. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn er die ganze Zeit labert wie so eine. Everybody already has the necessary equipment. Turn a disgusting habit into a prestige-winning skill. Ich kann da auch noch weitergehen. Mal gucken. Aber ich will sowieso gleich den Part erstmal beenden, beziehungsweise die Aufnahmesession. Ich nehme ja schon eine Stunde auf. Das ist ja mehr als genug, würde ich mal behaupten, ne? So, das mit dem Spucke-Wettbewerb, das weiß ich noch. Man muss irgendwie was saufen, dann kann man besser spucken. Da muss man auf den Wind achten, glaube ich. Und dann muss man irgendwie noch was mit dem Posthorn und alles Mögliche. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle ist der Part erstmal... Ach, die Aufnahmesession. Ich sage ja immer Part. Das sind jetzt schon 4 Parts ungefähr. Also die sind jetzt zu Ende. Und beim nächsten Mal, ne, Kinders, dann geht's da weiter. Bis dahin, alles Gute, euer Arkus. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski.